Also dann möchte ich euch zu diesem kleinen Vortrag über den Wasserballast im Segelflug begrüßen. Eine halbe Stunde ist da ziemlich kurz, um da alles zu erwähnen. Ich versuche aber die wichtigsten Themen kurz anzuschneiden, dass man einen groben Überblick hat, versteht, warum dass wir Wasser mitnehmen. Und was auch sicherheitsrelevant ist, wo man sich gut vorbereiten muss. Zu den Inhalten dieser Präsentation. Wir besprechen, warum man Wasserballast mitnimmt, welche Auswirkungen dass das Wasser auf das Flugzeug hat, wie viel Ballast das sinnvoll ist, was sind die Nachteile oder was muss man beachten. Was macht man bei der Flugvorbereitung? Was gibt es zu beachten im Schlepp, im Flug und bei der Landung? Am Anfang wichtig zu verstehen ist die Polare vom Segelflugzeug. Wir haben schon in der Ausbildung mal gesehen, dass es Polaren gibt. Auf der horizontalen Achse ist die Geschwindigkeit eingezeichnet. Auf der vertikalen Achse ist das Sinken oder das Steigen eingezeichnet. Das sieht man da. Das Minimum Sinken, das ist auf der höchsten Stelle der Polare. Da versuchen wir üblicherweise zu kreisen im Aufwind. Das beste Gleiten, das ist eine Gerade vom Nullpunkt, die sich da an die Polare anlegt. Das ist eine Tangente. Das wäre bei dieser Polare etwa bei 90. Dann mit dem McGrady. Wenn wir 1 Meter steigen erwarten, ziehen wir von diesem Meter steigen eine Tangente an die Polare. Das gibt uns dann eine Vorfluggeschwindigkeit. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit unserer Polare vom Segelflugzeug, wenn wir Wasser einfüllen? Vorfluggeschwindigkeit nochmal mit dem McGrady. Wenn wir Wasser einfüllen, dann verschiebt sich die Polare nicht, sondern sie wird vom Ursprung von hier gestreckt. Dazu gibt es Formeln. Wichtig zu verstehen ist einfach, dass es ist das Verhältnis vom neuen zum alten Gewicht. Davon die Wurzel. Das heißt, wenn wir doppelt so schwer fliegen, dann verschiebt sich die Polare um die Wurzel 2 entlang von diesen Strahlen, also um rund 41% nach hinten. Was ebenfalls wichtig ist, ist zum Verstehen, das Gewicht, die Gewichtskraft, das ist eine Kraft aus der Masse und der Erdbeschleunigung normalerweise. Wenn wir eine Kurve fliegen, ist es die Masse mal die Beschleunigung, die wir wirklich haben. Also wenn wir da 2G haben, ist es die doppelte Erdbeschleunigung. Mike, wir hören dich irgendwie nicht mehr. Augenblick. Ja, du hast Mikrofon ist ausgeschaltet. Ja. Du musst dich. Nein, nein, du bist gemutet. Ich weiß nicht, warum du gemutet bist. In Teams. Okay. Ah, jetzt hören wir dich wieder. Alles klar. Wo hat's abgebrochen?
Du hast gesagt, das Letzte, was wir gehört haben, ist doppelte Erdbeschleunigung bei 2G. Okay, gut. Also was wichtig zu verstehen ist, wenn wir eine Kurve fliegen mit höheren G-Zahlen oder in einen Aufwind aufziehen, dann passiert dasselbe mit der Polare, wie wenn wir ein schweres Flugzeug fliegen, im Verhältnis zum leichten. Das heißt, beim Kreisen verschiebt sich diese Polare ebenfalls nach rechts, je nachdem, wie viel Querlage das wir haben. Und wie ihr sicher schon festgestellt habt, sind die Flugzeuge beim Kreisen weniger gutmütig, haben eine höhere Abkippgeschwindigkeit. Und genau dasselbe passiert, wenn wir Wasser einfüllen. Dann, wenn wir die Polaren sehen. Hier ist eine Polare von einem Diskus 1 vom Flughandbuch. Da ist die durchgezogene Linie, die ist ohne Wasserballast. Da hat das Flugzeug eine Flächenbelastung von rund 32 Kilo pro Quadratmeter. Und man sieht, bei höheren Geschwindigkeiten ab 160 nimmt das Sinken schnell zu. Wenn wir Wasser füllen, hat das Flugzeug vor allem bei höheren Geschwindigkeiten bessere Gleitleistungen, ein geringeres Sinken. Was wir aber hier auch sehen, ist, dass das Minimum Sinken ist beim leichten Flugzeug kleiner. Das heißt, es steigt besser, vor allem wenn es schwache Thermik gibt. Wenn wir jetzt die ASG 29 Polare einfügen, könnte man erwarten, dass die deutlich besser ist als ein 30-jähriger Diskus 1. Wir stellen aber fest, eine ASG 29, die ist ab 125 km/h einem Diskus voll Wasser im Gleiten unterlegen. Und darum wird vor allem bei den modernen Hochleistungsflugzeugen Wasser geladen, damit die nicht nur bei schlechtem Wetter, sondern auch bei gutem Wetter gute Gleitleistungen haben. Eine ASG 29 vollgefüllt mit Wasser sieht dann die Polare etwa so aus. Und da sieht man, die ist über den ganzen Geschwindigkeitsbereich dem Diskus dann deutlich überlegen. Also warum nehmen wir Wasserballast mit? Wir versuchen vor allem möglichst schnell zu fliegen, indem wir zwischen den Aufwinden, ohne schlechter zu gleiten, schneller fliegen. Und wie wir gesehen haben, hat Wasserballast vor allem den Einfluss, dass man bei hohen Geschwindigkeiten bessere Gleitzahlen erzielt. Das hat aber alles Vor- und Nachteile. Ein leeres Flugzeug steigt gut, kann eng kreisen. Man fühlt die Thermik und die Böen sehr gut. Ist aber auch empfindlich auf Böen, wenn es turbulent ist. Das Flugzeug ist wendig, aber anfällig auf Gegenwind. Das wissen vor allem die Clubklasse-Piloten mit den älteren und leichten Flugzeugen. Ja, man kann enge Aufwinde nutzen. Vollwasser kann man schnell gleiten zwischen den Aufwinden. Das Flugzeug ist schwer, träge. Aufgrund des Gewichtes spürt man vielleicht nicht alle Aufwinde. Man braucht gute Variometer. Vor allem in turbulenter Luft, da wird so viel weggedämpft, dass man kaum mehr was wahrnimmt in schwachen Aufwinden. Und man hat eine hohe Energie. Also ein Flugzeug, das 20 km/h schneller fliegt
Die Energie nimmt quadratisch zu mit der Geschwindigkeit und dann noch deutlich schwerer ist, hat dann halt eine deutlich höhere Energie. Beim Kreisen ist eine höhere Geschwindigkeit erforderlich. Dann der Kreisdurchmesser ist abhängig von der Geschwindigkeit und von der Querlage. Wenn wir annehmen, dass wir gleich steil kreisen, wird der Radius größer und der Schlepp ist anspruchsvoll. Diese Faktoren muss man je nach Tagesbedingungen situativ abwägen und beurteilen. Es gibt eigentlich keine Empfehlung, wie viel Wasserballast das immer funktioniert. Dann, welche Faktoren gibt es zu berücksichtigen bei den Überlegungen, wie viel Wasser das man einfüllt? Bei zuverlässigen Aufwinden, und die ziemlich stark sind, wie bei Rückseitenwetter, da kann man das Flugzeug ziemlich vollfüllen. Wenn es dann aber Blauthermik ist und man vielleicht am Hang wieder hochkommen muss, füllt man tendenziell weniger Wasser ein. Wenn man nicht kreisen muss, hat man das Problem nicht, dass das Flugzeug schlecht steigt. Darum kann man bei Wolkenstraßen und im Hangflug mehr Wasser laden. Je nach Flugzeugtyp ist es auch wieder anders. Und das Training auf dem Flugzeug, das man fliegt, mit Wasser, das ist sicher auch relevant, dass man sich langsam rantastet. Dann Tageszeit und Flugdauer. Wenn man einen langen Flug plant und früh startet, früh vor der maximalen Thermik und dann die ersten 3 Stunden mit einem zu schweren Flieger rumfliegt, macht das sicherlich auch keinen Sinn. Und wenn das Wasser stört, ist definitiv zu viel drin. Dann als Größenordnung eine Empfehlung, wenn man sich dann mal rangetastet hat, viel geübt hat, mit Wasserballast zu fliegen, also für unsere Flugzeuge, bei schwierigem Wetter, schlechtem Steigen oder wenn man üben will, füllt man eher wenig Wasser ein. Vom Flugverhalten spürt man dann den Wasserballast nicht wirklich. Das ist beim Discus 2 etwa bis 42 Kilo Flächenbelastung der Fall. Da kann man gut üben. Ein Klappenflugzeug erträgt ein bisschen mehr. Das sieht man auch bei den Doppelsitzen. Bei mäßigem Wetter steigen 1 bis 2 Meter, aber wie zuverlässig, da füllt man normalerweise etwa so viel Wasser ein, dass es nicht störend ist. Beim Discus 2 sind das etwa 43 bis 48 Kilo Flächenbelastung. Bei der ASG 29 ein bisschen mehr, beim Markus auch ein bisschen mehr. Der Duo erreicht da schon das maximale Abfluggewicht. Bei super Wetter im Flachland füllt man die Flugzeuge voll, vor allem am Wettbewerb. Man nimmt dann in Kauf, dass das Wasser stört. Es braucht viel Übung, mit so schweren Flugzeugen zu kreisen. Da muss man sich wirklich langsam rantasten. Im Gebirge generell habe ich höchst selten erlebt, dass es Sinn macht, auch als Profi ganz voll zu füllen. Dann ein weiterer wichtiger Aspekt, die Beladung vom Heckwassertank. Wichtig ist, dass man das Flughandbuch gut studiert, aber Achtung,
die Menge, die man einfüllen darf im Flughandbuch, das ist die maximale Menge, die zulässig ist. Das heißt, wir sind tendenziell im hinteren Bereich vom Schwerpunkt. Wenn wir hier sehen, ein Beispiel vom Ventus 2, den ich viel geflogen habe, vor 2 Jahren. Da gibt es im Wartungshandbuch gibt es eine Tabelle mit dem zulässigen Schwerpunktbereich. Gemäß Flughandbuch ist der ideale Schwerpunkt etwa ein Drittel von hinten bis zur Mitte. Weiter nach hinten mit dem Schwerpunkt ist das Flugzeug vielleicht einfacher zum Kreisen, aber die Leistung ist auch deutlich schlechter. Und dasselbe gibt auch für den Arcus. Also ein Arcus Hecklastik ist zwar einfach zum Kreisen, aber auch kann gefährlich sein und gleitet deutlich schlechter. Wenn wir jetzt sehen, was passiert, wenn wir Wasser ablassen. Das habe ich vermessen, die grüne Kurve. Es gibt Schwankungen, der Schwerpunktbereich. Also der Schwerpunkt wandert auch nach hinten, wenn das Flugzeug leichter wird, dann wieder nach vorne. Wichtig ist, dass man sich da irgendwo im mittleren Bereich bewegt, weil wenn man da an die Grenzen geht, kann es durchaus passieren, dass der Schwerpunkt beim Ablassen über das hintere zulässige Limit rauswandert. Ein anderes Problem, das es bei manchen Flugzeugen gibt, wenn man am hinteren Limit mit dem Schwerpunkt beginnt, dann gemäß Flughandbuch die maximale Menge an Wasser einfüllt im Heckballast, dann sind viele Flughandbücher so ausgelegt, dass der Schwerpunkt in dieser Grafik senkrecht nach oben wandert und man ist schon mit ein paar Kilo Wasser sofort außerhalb vom zulässigen Bereich. Darum ist wichtig, dass man einen neutralen Schwerpunkt wählt, dass man ein bisschen Reserven hat und sonst muss man wirklich genau wissen, was man tut und das überprüfen und vermessen. Da sind Experimente ziemlich gefährlich. Zur Mechanik. Was passiert mit dem Flugzeug? Das Gewicht in den Flügeln verringert die Rollrate. Das hat vor allem mit der Massenträgheit zu tun und dass das Gewicht weit außen in den Flügeln platziert ist. Das Gewicht im Rumpf würde die Belastung der Holmen erhöhen. Und das ist der Grund, warum wir den Wasserballast außen im Flügel mitführen. Aus reinen Festigkeitsgründen. Bei der Landung, das zusätzliche Gewicht erhöht dann die Abkippgeschwindigkeit und die deutlich höhere Energie. Es gibt eine lange Ausrollstrecke und kann die Bremsen überhitzen. Das Gewicht in den Flügeln kann den Holm bei einer harten Landung zerstören. Das ist auch der Grund, warum das in den meisten Flughandbüchern empfohlen wird, das Wasser vor der Landung abzulassen. Dann zu Temperaturen unter 0 Grad. Wichtig zu wissen ist, bei manchen Flugzeugen sind lange Entlüftungsleitungen verlegt. Da können kleine Mengen Wasser die Leitungen verstopfen, wenn sie einfrieren. Das führt zu einem Druck im Tank und das kann den Flieger beschädigen.
Dann Wasser ablassen unter 0 Grad ist eigentlich teilweise nicht möglich und gefährlich, weil das Wasser vom Flügel, das kann am Heck festfrieren. Oder wenn nur die Flügel sich entleeren und der Hecktank, das Ventil, eingefroren ist, dann kann es ein sehr gefährlicher Schwerpunkt geben. Dann kann es herabfallende Eisblöcke geben. Weitere Kühlerfrostschutzmittel von den Autos ist ungeeignet, greift das Flugzeug an. Wenn dann für einen reinen Schwerpunktsausgleich im Hecktank kann man Auto-Winterscheibenreiniger verwenden. Und weiter findet man noch Angaben im Flughandbuch. Wir sind etwa in der Hälfte. Ich denke, wir können schnell ein paar Fragen beantworten. Bisher sind keine Fragen im Chat. Okay, gut. Dann mache ich weiter. Beim Starten wichtig ist, dass man vor dem Einsteigen ins Flugzeug kontrolliert, ob der Wasserballast gleichmäßig ist. Das macht man indem, dass man das Flügelrad nochmals wegnimmt, das Kapo schließt und selber am Flügel kontrolliert, ob man den Flieger ausbalancieren kann und ob er mit waagrecht schön dasteht. Dann vor dem Start gibt es bei einigen Flugzeugen Tanks, die verbunden sind, wo das Wasser hin und her laufen kann. Da ist wichtig, dass man dann beim Einsteigen und beim Schleppseil einhängen, dass man gerade und ausbalanciert dasteht. Da muss man die Hilfspersonen instruieren. Dann kann es trotzdem sein, dass die Flügel noch ein bisschen schwerer sind. Man hat schwerere Flügel, die runterfallen können beim Anrollen, aber gleich viel Querruderwirkung. Dementsprechend muss die Hilfsperson länger mitlaufen. Die Schleppgeschwindigkeit, die ist je nach Flugzeug anders, mit Gewicht erhöht. Da ist wichtig, dass man da am Funk dem Schlepppiloten die Geschwindigkeit sagt. Außer es ist ein Wettbewerb, an dem die Schlepppiloten einheitliche Anweisungen kriegen. Heike, es gibt zwei Fragen. Ja. Einmal, warum der Kühlerfrostschutz das Flugzeug schädigt und das andere, ob du Erfahrungen hast für Frostschutz im Wellenflug. Ob man das jetzt eigentlich machen kann mit Ballast oder nicht? Kühlerfrostschutzmittel, wenn ich mich richtig erinnere, hat das Glykol drin und das kann den Epoxidharz angreifen. Die Autoscheibenreiniger, die funktionieren mit Alkohol, das ist weniger kritisch. Im Wellenflug im Winter bei manchen Flugzeugen ist es fast nötig, dass man den Schwerpunkt kompensiert mit Heckwasserballast. Da kann man durchaus sich mit Autoscheibenreiniger oder Alkohol helfen, weil das gefriert auch bei minus 20 Grad nicht ein. Man muss einfach überlegen, bis wie kalt, dass man rumfliegt und was man einfüllt, ob das funktioniert oder nicht. Wer das Geld hat, 200 Liter Scheibenreiniger für die Flügel zu kaufen, darf das von mir aus schon machen. Aber das Problem ist halt, man kann das Wasser im Flügel nicht ablassen. Wenn ist immer die Gefahr, dass es am Rumpf festfriert, die Statiköffnungen verschließt, Eis am Heck klebt und der Schwerpunkt
gefährlich nach hinten wandert. Gut. Danke. Dann umso schwerer, dass ein Segelflug ein Schleppflugzeug ist, umso größer wird auch der Anstellwinkel hinter dem Schleppflugzeug. Das merkt man vor allem, wenn man ein UL-Schleppflugzeug hat und am nächsten Tag hinter einer Wilga schleppen muss. Da kann es sein, zum Beispiel mit einem Discus 2, das fühlt sich hinter der Dimona oder einer MCR bei 115 km/h sind so am unteren Limit, geht gerade noch so, dann werden die Steuer schwammig. Hinter der Robe ist das etwa bei 120 km/h der Fall und hinter einer Wilga mit dem riesen Abwindfeld, das ist dann etwa 125 km/h. Was man sich bewusst sein muss, ist, wenn das Seil reißt im Ausflug, der Flieger ist schwer, hat eine hohe Abkippgeschwindigkeit. Dementsprechend muss man je nach Beladung teilweise deutlich schneller anfliegen. Das gehört dann auch zur Flugvorbereitung, dass man sich da Gedanken darüber macht. Beim Fliegen, was wichtig ist, wenn mehrere Flugzeuge miteinander fliegen, die eine unterschiedliche Flächenbelastung haben, die gleiche Querlage, das ergibt die gleiche Drehgeschwindigkeit. Und man ist schnell und mit hoher Energie unterwegs. Man fliegt nicht mit 140 in den Aufwind, sondern kommt vielleicht mal mit 200. Das heißt, man muss vorausdenken, vielleicht vorzeitig die Geschwindigkeit abbauen. Dann, wenn alle gleich steil kreisen, dann funktioniert das sogar, dass man vis-à-vis von einem Gleitschirm oder von einem Delta kreisen kann. Wenn man Wasser lädt, ist auch wichtig, dass man das übt und an den Wettbewerben ist nicht mal so steil, ist etwa 40 Grad Querlage. Da hat man zwischen 23 und 27 Sekunden für einen Kreis. Wenn man also Wasser laden möchte, sollte man auch das üben, dass man diese Zeiten erreicht. Sonst nützt das Wasser nicht, dann steigt man einfach nur schlecht. Mike, noch eine Frage zum Frost. Ja. Wenn man jetzt im Sommer kommt man ja irgendwann, wenn wir Basishöhen haben von 4000 Meter, auch in 0-Grad-Bereich, ist es, wie lange kann man sich mit Wasserballast dann im Sommer da aufhalten? Wie schnell kühlt das Wasser ab? Gibt es da Tipps? Das Problem ist, das sind die Entlüftungsleitungen. Die können sofort einfrieren und bei einem Druckwechsel, bei weiterem Steigen, kann es das Flugzeug beschädigen. Das andere Problem, man kann das Wasser in dieser Höhe nicht ablassen. Das ist ein bisschen flugzeugabhängig, wie die Entlüftungsbohrungen in den Flügeltanks gemacht sind. Bei einem kann es funktionieren, bei anderen eher weniger. Und grundsätzlich steht eigentlich im Flughandbuch, was man tun soll. Im Zweifelsfall ablassen. Oder tiefer fliegen. Gut. Noch weitere Fragen? Nein. Gut. Beim Landen. Wichtig ist, dass man das Wasser frühzeitig ablässt oder sich mal überlegt, wie lange das man hat, bis alles Wasser draußen ist, bis man landet.
In den Flughandbüchern sind teilweise Angaben zu finden von 2 Litern pro Sekunde. Wenn man das Flugzeug mal füllt mit der Wasserruhr, den Hahn aufmacht und mit der Stoppuhr schaut, es sind dann vielleicht 1,4 Liter pro Sekunde oder noch weniger. Dann einseitiger Ballast ist im Flug kaum spürbar. Ich habe das selber schon erlebt, dass ich etwa eine halbe Stunde vor dem Endanflug mich nochmals tief ausgraben musste. Zuerst Zweifel hatte, ob ich wegkomme und nur kurz Wasser abgelassen hatte. Dann ist es aber wieder gestiegen und ich habe den Wasserhahn wieder geschlossen. Das Problem war, ein bisschen Dreck hat das Ventil verstopft und in der halben Stunde auf dem Heimflug mit gegen 200 km/h ist mir der eine Flügel komplett ausgelaufen. Und bis zur Landung habe ich das nicht gemerkt. Ich habe eigentlich erst beim Durchziehen gemerkt, dass der eine Flügel ziemlich schwer ist. Und dann etwa bei 70 km/h ist dann der Flügel runtergefallen. Das ist eigentlich der Grund, dass man das Wasser vor der Landung ablässt, weil man kann nie wissen, ob beide Tanks den ganzen Flug über dicht waren und ob das Flugzeug zur Landung noch ausbalanciert ist. Eine Frage haben wir. Ja. Wenn ich mich entscheide abzulassen, muss alles abgelassen werden oder kann ich das in Fraktionen tun, also Teil ablassen? Normalerweise gibt es keinen Grund, warum dass man nicht in schrittweise ablasten kann. Also bei Streckenflügen, wenn ich merke, dass ich mit zu viel Wasser gestartet bin und das Wetter doch nicht so gut ist, wie ich erwartet habe, dann schaue ich auf die Uhr. 30 Sekunden mit etwa 1,5 Liter, dann sind 45 Liter weg. Bei einem Einsitzer Standardklasse sind es rund 4 Kilo Flächenbelastung. Das macht dann schon deutlich was aus im Steigen und im Handling vom Flugzeug. Noch eine Frage. Welche Empfehlung gibt es, die Ventile abzudichten, zum Beispiel Vaseline? Da nehme ich immer Vaseline. Das funktioniert ziemlich gut. Gut. Keine weiteren Fragen. Dann nochmals wirklich wichtig, Landungen mit wasserbelasteten Flügeln sind eine erhebliche Belastung für den Holm. Das sollte wirklich vermieden werden. Das Problem sind nicht die schönen Landungen, sondern wenn mal irgendetwas schief geht und es eine harte Landung gibt, dann ist der Flieger kaputt. Die Anfluggeschwindigkeit, das haben wir besprochen, das kann vor allem bei Massenankünften zum Problem führen. Wenn alle Flugzeuge, die ihr da seht, die sind im Final etwa einen Kilometer vor der Piste. Wenn die jetzt alle landen und noch das maximale Gewicht haben, dann sind die einfach schwer manövrierbar, träge und haben einen langen Bremsweg. Gut. Dann nochmals eine kurze Zusammenfassung zur Vorbereitung. Wichtig ist, dass ihr das Flughandbuch gut studiert, dass ihr keine Schätzungen macht, sondern den Schwerpunkt berechnet und sicher seid,
dass ihr in einem vernünftigen Bereich rumfliegt. Das Ablasssystem, dass man das mal ausprobiert, kann man auch am Boden mal ein paar Liter einfüllen, ablassen, schauen, wie viel das da rauskommt. Schauen, dass alles funktioniert, dass die Ventile öffnen und sich langsam herantasten, nicht beim ersten Flug schon voll Wasser starten. Es kann dann auch immer was schief gehen. Hier auf dem Foto, das war der erste Tag der Junioren-WM, war dann das Wasserablassventil undicht. Da musste ich zuerst mal das Ventil reparieren, bevor ich dann füllen konnte. Darum immer frühzeitig vorbereiten, dass man da genügend Zeit hat für solche Fälle. Gut, Fragen? Keine Fragen mehr. Gut, ja, dann sind wir am Ende dieser Präsentation und dann wünsche ich viel Spaß auf schnellen Flügen. Vielen Dank, Mike. Es kommt keine Frage, nur Dankesworte. Ja, sehr gut. Also, vielen Dank. Ihr habt es gehört. Es ist, der Teufel steckt im Detail. Tastet euch langsam ran, aber probiert es mal aus. Es ist auch kein Hexenwerk. Schritt für Schritt. Gut, dann würde ich gern übergeben an den Gerhard Wesp. Der Gerhard Wesp ist auch Segelflieger bei uns im Vorstand in der Segelfluggruppe Lägern und er hat ein paar, ja, zwei Flüge, glaube ich, die er kommentieren will, die er gemacht hat in den Alpen. Gerhard, du könntest vielleicht deine Kamera wieder einstellen und anfangen, deine Präsentation zu sharen. Jawohl. Könnt ihr mich hören? Nochmal erste Frage. Ja. Okay, dann versuche ich das zu sharen. Screen 2. Hm? Seht ihr auch meinen Bildschirm jetzt? Jawohl. Sehr schön. Okay, dann lege ich los. Ich habe kurz jetzt vor dem Beginn der Präsentation in den Chat was reingepastet, und zwar ist es ein Link auf eine GitHub-Seite, die ich vor einiger Zeit schon angelegt habe, mit einem Föhnhandbuch. Das ist Work in Progress, das sind einfach einige Lessons learned von mir, von Föhnfliegen drinnen, und ich lade jeden ein, der im Föhn rumfliegt, da auch Beiträge zu machen. Also das ist GitHub, das ist so eine Kollaborationsplattform, die eigentlich hauptsächlich für Softwareentwickler entwickelt worden ist, die aber auch einfach rein für Dokumentationen benutzt werden kann. Und der Link ist im Chat drinnen und so sieht es aus in der Praxis. Das ist jetzt das Handbuch und es gibt, also im Handbuch sind einfach ein paar so typische Föhnstrecken beschrieben mit bekannten Welleneinstiegspunkten, bitte ohne Garantie, dass die funktionieren, mit bekannten Auffangspunkten und Auffanglinien, mit ungefähr geschätzter Höhe. Die Höhe hängt natürlich auch dann jeweils von der Wetterlage ab. Ja. Oben habe ich eine Talwindkarte von der Schweiz. Ich habe leider noch keine von Österreich gefunden. Wenn irgendwer eine Quelle hat für so eine ähnliche Karte von Österreich, das wäre noch sehr interessant, die hinzuzufügen. Und am Ende des Handbuchs gibt es ein paar nützliche Links, inklusive auch Flüge, Blog-Einträge und Links auf Meteo-Seiten. Ne? Und ganz kurz zur Checkliste, das ist eigentlich eine Sache, die ich mir auch für mich selber zurechtgelegt habe. Wenn man für einen Flug idealerweise schon so 2 bis 3 Tage vorher planen könnte, sollte eigentlich, ja. Und auf der Checkliste stehen aber so Punkte drauf, die man schon vor dem Flug anschauen sollte, wie Wetter natürlich und was man ungefähr fliegen will. Und man kann sich das Ganze dann ausdrucken, hat man die Frequenzen drauf, Links auf den Status von den Lufträumen, das ist vor allem das Schweizer DAPS und in Österreich das ist das Schießgebiet bei Hochfilzen. Wieder einige Links zu Meteo-Seiten und da könnte man sich, also wenn man es wirklich genau nimmt, könnte man sich dann schon für den Tag des Fluges dann die Windvorhersagen an den verschiedenen Messpunkten daraus raussuchen. Das ist eigentlich recht nützlich bei so einem Flug. Ja.
Eben, ja. Und die beiden Flüge, die ich mir rausgesucht habe, das sind eben auch zwei Fernflüge. Der erste ist mit der ASG 29 von, das sind beide von Genis. Der erste ist mit der ASG 29 von Genis nach Martigny und dann auch bis zum Aachensee und wieder zurück. Ich glaube, das war sogar der längste Flug, also der weiteste von der Distanz her im 2020 von Genis aus. Oder einer der längsten zumindest. Und der zweite ist mit dem Harry Cooper als Co-Pilot im Arcus T von Genis nach Wagrain, südlich von Salzburg, östlich von Zell am See, und also im Hangwind dorthin und in der Welle wieder zurück. Fangen wir an mit dem ASG 29 Flug. Der ist der erste Flug ist am 2. Oktober. Und man sieht, glaube ich, dann auch bei den beiden Flügen ein bisschen meine Lernkurve. Also der erste Flug ist eigentlich mit ziemlich vielen Fehlern, die ich jetzt auch kommentieren werde. Und der zweite Flug ist eigentlich viel besser gelaufen, mit nur ein, zwei, sage mal, kleinen Schnitzern, wo ich auch schon mittlerweile genau weiß, was man da besser machen könnte. Okay. Schauen wir uns mal die Wetterlage an vom 2. Oktober. Das war übrigens dieses Wahnsinnswochenende, wo in Österreich, zumindest in der Schweiz ging es leider nicht, aber in Österreich waren 3 Tage hintereinander, wo man Tausender fliegen konnte im Föhn. In der Schweiz ist Freitag bis Sonntag noch dazu, also wirklich passend fürs Wochenende. Er hat eine Bitte eines Zuschauers, ob du dein Fenster auf Vollbild stellen kannst. Ja. Dass es einfach ein bisschen größer wird. Ja. Ist gemacht. Wo bin ich stehen geblieben? Bei der Wetterlage. Genau, das war so ein Wochenende, wo in Österreich und Süddeutschland 3 Tage hintereinander Tausender geflogen wurden. In der Schweiz ist leider am Samstag die Front durchgezogen. Also in der Schweiz war es am Samstag absolut unmöglich zu fliegen. Aber in Österreich ging es auch am Samstag, glaube ich, ungefähr bis westlich bis Innsbruck oder so. Und hier ist das Windfeld auf Flight Level 85. Könnt ihr meine Maus auch sehen? Auf Flight Level 85 rennen wir, ja. Ja, in der Schweiz. Und man sieht, dass hier eigentlich vor allem westlich, also in den Westalpen, relativ starke Verhältnisse herrschen und die Windrichtung ist fast perfekt von Süden. Also eigentlich perfekte Föhnlage und deswegen dachte ich mir, gehe ich zuerst nach Westen, ne? Weil da auch vorher gesagt war, dass gegen Abend dann von Westen schon die Front reinkommt. Der Plan war, ja, so weit wie möglich nach Westen und dann zurück und dann nach Osten. Schauen wir uns den Flug an. Ist dann hier, sollte offen sein, ja genau. Und ein bisschen reinzoomen. Also Start in Genis. Die Höhen hier sind Höhen über Genis, also man muss immer 400 Meter dazu zählen. Ne? Weil die Bodenhöhe in Genis ist ungefähr 400 Meter. Also Schlepp auf, was habe ich da geschleppt? Also ungefähr 1300 plus 400, das sind 1700. Das war schon der erste Fehler, es war nämlich zu tief. Die Idee war, an den Rottispitz bzw. Wiggis zu kommen. Der ist hier, das ist so ein bekannter Föhn-Einstiegspunkt und man sieht auch auf Fotos, werde ich nachher zeigen, dass da schon ein schöner Rotor oder schöne Entwicklung drüber gestanden ist. Habe ungefähr 200 Meter zu tief geklinkt und dann habe ich riesen Glück gehabt und habe auf 1400 Meter hier über Tal mit dem Mollis habe ich irgendeinen Aufwind erwischt, der mich wieder hoch genug gebracht hat, dass ich wieder an den Wiggis ranfliegen konnte. Und dann ging es aber super hoch. Oder? Dann sieht man, dann bin ich innerhalb kürzester Zeit auf über 3000 Meter, schon am Klöntaler See, und bin dann mehr oder weniger direkt da ins Muttertal. Da gibt es keine Welle, aber ich war dann hoch genug, um direkt in die Schächentalwelle reinzufliegen, also ins Schächental, wo normalerweise der Welleneinstieg ist. Also der übliche Welleneinstieg ist ja hier, wenn man zum Beispiel von Hausen am Albis schleppt, geht man hier an den Urmiberg,
macht sich da hoch und fliegt dann brutal gegen den Wind da über den Urnersee nach vorne. Dann kannst du da ein bisschen anhängen und dann hier an die Eckberge im Hangwind mit der Möglichkeit, entweder hier wieder zurück an den Urmiberg oder halt bei Altdorf zu landen, wenn es aus irgendeinem Grund nicht gehen sollte. Ja. Und das kann man relativ gut einschätzen, wenn man Handy dabei hat, kann man sich von der Meteo-Schweiz-App die Windstärke in Altdorf anschauen und wenn das mindestens, sage ich mal, 50 km/h sind, dann kann man sich fast sicher sein, dass hier der Urmiberg auch von sehr tief weg geht. Ja. Und wenn nicht, dann kann man auch hier landen. Dann muss man da rauf und hier an die Eckberge und dann in den Hang und dann hier irgendwo in die Welle einsteigen. Ja. Ich glaube, ich bin da etwas zu weit nördlich. Wahrscheinlich ist die Welle eher so Teilmitte oder ein bisschen südlich davon. Ich habe es jedenfalls nicht ganz erwischt, aber trotzdem, es war ein sehr starker Verhältnis und bin immer wieder in solche Rotoren reingestolpert und konnte eigentlich auch weiterfliegen, ohne in die Welle einzusteigen. Und das zweite Problem an dem Tag war, das war noch Freitag und Militär brauchte anscheinend den Luftraum ab Flight Level 130. Also ich bekam in dem ganzen Lake nach Westen bekam ich keine Freigabe über Flight Level 130. Also es war, da kommen wir dann später drauf zu sprechen. Bin dann einfach da so halt in dieser turbulenten Luft weitergeflogen. Immer wieder so kühlsmäßig halt in die Aufwinde rein und beim Aufwind dann teilweise so Schlenker, ein bisschen Höhe gemacht. Ja. Man musste eigentlich kaum kreisen. Hier, die Kreise hier sind aufgrund eines weiteren Fehlers von mir. Wie gesagt, auf der Weststrecke werde ich eigentlich hauptsächlich Fehler ansprechen, die man vermeiden kann. Und hier war der Fehler einfach, dass ich versucht habe, mit Meiringen Funkkontakt aufzunehmen. Das geht aber nicht hinterm Titlis. Also man muss hier schon drüber fliegen ins Gardmatal und es geht auch. Ich war mir eben nicht ganz sicher im Flug, ob ich dann nicht schon in die TMA reinkomme, weil die geht irgendwie hier so zum Sustenpass drauf. Man kann aber reinfliegen, also das könnt sich auf der Karte anschauen. Man kann über den Grat drüber fliegen und dann einen Funkkontakt mit Meiringen und außerdem hat man natürlich viel besseren Aufwind auf der Luftseite von dem Grat. Ja. Also hier ein bisschen Zeit verloren, bis ich gecheckt habe, okay, ich muss leider über den Grat drüber. Ja. Und dann habe ich erst Meiringen reingekriegt und dann die Freigabe bekommen, da um die CTA und die TMA zu queren. Dann, ja, diese Strecke weiter. Auch wieder immer wieder in irgendwelche Rotoren reingestolpert, über die großen Scheideck. Und da habe ich dann mal Genf Radar gefragt, ob ich auf 130 kann, also wieder nicht lassen, oder? Und dann hat es mir eigentlich gereicht, weil es war eben unglaublich turbulent in dieser Situation. Und habe dann eine Möglichkeit gesehen, hier über die Gemmi ins Wallis. Bin ich hier, das ist der Großlona, heißt dieser Berg. Und da kommt so aus der Gemmi kommt der Wind raus und bläst da drauf und man kann da im Hangwind, bin relativ tief angekommen, als reicht gerade, also ich glaube 2700, ich habe den dann im Handbuch als Auffanglinie reingeschrieben, habe mich da wieder errappelt und konnte dann schön über die Gemmi ins Wallis rein und das war dann super, also ist dann alles auf der Luftseite. Im Wallis habe ich das Gefühl, ist dann der Wind teilweise etwas von Südosten her. Ja. Also er steht wirklich fast im rechten Winkel auf den Hauptgrat zwischen Wallis und da dem Berner Oberland. Dann da weitergeflogen, problemlos eigentlich bis den letzten Berg davor Martini gewendet. Dann am Sanetsch einen Fehler gemacht, habe gemeint, ich komme hier über diesen Grat hier drüber, oder? Ist sie nicht ausgegangen, musste ich da wieder abbiegen und an der Kreta Basis das, glaube ich, auf der Luftseite wieder höher machen, haben ungefähr 10 Minuten verloren. Ungefähr die gleiche Strecke wieder zurück. Hier an dieser Stelle wäre es vielleicht besser gewesen, hier, glaube ich, ist das Schildhorn hier ranzufliegen. Hatte aber die Höhe nicht, also hätte man vielleicht hier etwas Höhe machen sollen und dann hier am Schildhorn weiterfliegen. Habe ich gecheckt und deswegen hat es mich da runtergewaschen und dann habe ich hier an diesem Berg erst wieder was gefunden. Da war ich dann schon auf 2,5 unten, oder?
Der Berg heißt, glaube ich, Dreispitz und ging es wahnsinnig turbulent, aber auch sehr stark wieder weg. Und hier sieht man dann das Steigen wieder bis auf fast 4000 Meter, wo ich dann schon wieder abbrechen musste, weil Luftraumgrenze. Ungefähr gleiche Strecke wieder zurück. Hier auch relativ tief angekommen, wieder im Gadmertal mit Freigabe von Meiringen. Und ist etwas sportlich hier an diesem Hang anzuhängen, aber es geht, weil man ist in unmittelbarer Nähe von Meiringen, ne? Und kann auf der Luftseite dann wieder hoch machen. Aber idealerweise würde man da an dem Grat ein bisschen höher ankommen. Ne? Also, ich glaube, auf 2,5 bin ich ankommen circa. Weiter wieder Richtung Schächental, dann eigentlich die Standardstrecke über den Klausenpass wieder zurück. Und dann sollte man hier, glaube ich, auch eher im Süden. Und ich glaube, da war der Grund, dass da konnte ich nicht weiter im Süden fliegen, weil schon die Bewölkung reinkam von Süden. Also die war da überhängend. Ich musste ein bisschen ausweichen Richtung Norden und habe dann versucht, das ist der Kugelstock, das ist eigentlich unser Schleppziel von Schenis. Ging es nicht, musste ich ein bisschen weiter fliegen, schon relativ tief im Elmer Kessel, nennen wir das dann da drinnen. Habe da wieder was gefunden und dann wieder einen Fehler gemacht, hier bei über Bad Ragaz abgesoffen. Und die bessere Linie wäre hier gewesen von diesem Gipfel über diesen Grat und hier eigentlich direkt an den Gonzen ran. Ja. Der Gonzen ist einer der zuverlässigsten Berge bei Föhn, weil hier aus dem vorderen Tal der Wind kanalisiert und hier eigentlich von Südosten voll auf diesen Hang prallt. Und da kann man wirklich mit sehr tiefer Höhe über dem Tal, also ab 1000 Meter, würde ich mal sagen, ist das relativ safe, dass man hier im Föhn anhängen kann. Man kann auch wiederum, wenn man im Doppelsitzer ist, kann der Co-Pilot auf dem Nattel schauen, Windmessstation Bad Ragaz oder schnelle Bad Ragaz reinrufen oder Windsack anschauen, was sie denn für einen Wind haben. Und wenn der Wind aus Südosten ist in Bad Ragaz mit mindestens 30 km/h, sagen wir, dann geht der mit 99%iger Sicherheit. Ja, und dann manchmal geht er aber nicht hoch genug, dass man dann wieder das Tal queren kann. Dann musste ich etwas zurück in den Sichelkamm und ausholen und hier wieder weiterfliegen. Falknis, Schäserplaner, Trusse, Flur. Und dann wieder eine Lektion für mich selber. Also ich bin dann da ins Montafon reingeflogen mit der Idee, über das Paznaun in Richtung Innsbruck weiter zu fliegen. Es hat mir aber nicht ganz gereicht. Also hier ist die Bieler Höhe und wie man sieht, bin ich da fast reingeflogen, aber etwas zu tief und ich habe mir dann nicht ganz reingetraut. Man hätte vielleicht mit Messer zwischen den Zähnen durchfliegen können, aber Safety geht vor. Ich habe da einmal hier umgedreht, dann beim zweiten Mal hier umgedreht und musste dann wieder rausfliegen. Und hier, das ist das Hochjoch, das ist auch eine gute Auffanglinie bei Föhn, auf 2000 Meter wieder anhängen und habe in diesem Bereich eigentlich fast eine ganze Stunde verloren. Und bis ich gemerkt habe, dass man eigentlich hier recht schön hochkommt auf diesem Grat und dass man dann nur mehr 10 Kilometer ungefähr bis zum Arlberg hat und man sich mit dem Wind sehr gut zurückfallen lassen kann. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Ist eigentlich vollkommen problemlos. Also hier an dem Grat hochmachen und am nächsten Grat hochmachen, ist man schon deutlich über 3000 Meter und das langt also locker bis zum Arlberg. Und jetzt schauen wir, dass wir die Höhen wieder reinkriegen. Also da ist diese Bastelei da im Montafon und Bieler Höhe und hier hochgemacht und dann bin ich auf 3,2, ja ungefähr 3000 bis 3200 und lange locker bis zum Arlberg und ab dem Arlberg und am Arlberg habe ich dann erst gesehen, wie es eigentlich Richtung Osten ausschaut und es sah also fantastisch aus und das war schon, das ist hier UTC und ich glaube, es ist noch Sommerzeit im Oktober. Oder ist es Lokalzeit? Nein. Also von meiner Erinnerung her war es da 16 Uhr Nachmittag lokal und bin also um 16 Uhr nachmittags dann Richtung Innsbruck reingeflogen.
Weil es einfach, also man hat ganz deutlich gesehen, dass der Wind voll auf die Hänge bläst und man hat schön die Staubbewölkung gesehen und es war also absolut sicher, dass es zuverlässig geht dort und es hat auch funktioniert. Und bin dann also ohne Kreis weitergeflogen, die Standardstrecke hier, nördliche Seite vom Inntal. Über hier sind die, das sind die Mirminger. Wannig und Hohe Munde. Die Berge sollte man sich mal rausschreiben, wenn man in der Innsbrucker Gegend fliegt. Das ist diese Standardmeldepunkte für die Innsbrucker Controller. Alles ohne Kreis bis zum Achensee. Mehr oder weniger die gleiche Strecke wieder zurück. Ein bisschen tiefer, weil man halt dann gegen den Wind fliegen muss, kommt man teilweise tiefer. Man muss da immer aufpassen, dass man schön auf den Graten oben bleibt, insbesondere wenn man nach Westen fliegt. Nach Osten werden die Grate tiefer, aber nach Westen werden sie höher. Also im Zweifelsfall hier ein-, zweimal hin und her fliegen, bis man wieder schön am Grat oben ist. Und das hilft also gewaltig, dann gegen Westen weiterzukommen. Also mir einmal passiert, mit dem silbernen Gackung sind wir da irgendwo abgesoffen. Und dann war ich dann plötzlich da am Absaufen Richtung Innsbruck und das Problem ist, dann kommt der Föhn da aus dem Brennertal raus, Wicktal, und bei Innsbruck trifft er voll auf den Berg, aber er teilt sich hier, oder? Es gibt dann östlich von Innsbruck einen Südwestwind und westlich von Innsbruck gibt es einen Südostwind, weil sich hier der Föhn teilt. Das heißt, wenn man hier vom Achensee Richtung Innsbruck zurückkommt, muss man eigentlich mit einer relativ starken Westwindkomponente immer rechnen, ne? Die sich dann erst bei Innsbruck wird wieder Südwind und dann westlich von Innsbruck sogar Südostwind. Also mit dem Silvan Gacko vor 2-3 Jahren sind wir mal da brutal abgesoffen und haben schon nach Wiesen hier Ausschau gehalten, vor der Stadt, oder? Und sind dann nur mit Glück hier wieder an der Nordkette ging es dann wieder. Also Nordkette geht ziemlich zuverlässig. Ja. Also wenn man mal da in der Gegend ist, dann hat man eigentlich wieder gewonnen. Okay, gleiche Strecke wieder zurück und hier einmal 2-3 Achter gemacht, dass man eben um Höhe zu machen Richtung Passaia, der ist hier, Richtung Passaia wieder hoch genug zu sein, über den Arlberg zurück ging problemlos. Und dann konnte ich sogar hier über das ist hier der Itonskopf, glaube ich, was ist nicht genau, wie die heißen, diese Berge. Das ist so ein Pass, hier ist das Schweizer Tor und dieser Pass ist östlich vom Schweizer Tor, Fürgelpass oder wie der heißt, glaube ich. Da war ich sogar hoch genug, um hier durchzukommen und wieder ins Prättigau und problemlos nach Schönes zurück. Habe dann ein bisschen in der Welle gespielt, dann ein bisschen nach Westen ausgeholt und dann gelandet. Das war der eine Flug. Jetzt zeige ich kurz 2-3 Fotos. Also ich konnte nicht viel fotografieren bei dem, weil eben die erste Hälfte war wahnsinnig turbulent und die zweite Hälfte auch relativ anspruchsvoll, weil ich nicht mehr relativ wenig Zeit schon hatte. Das war eine Frage, Gerhard, ob du Wasser dabei hattest. Ja, genau, voll mit Wasser. Sollte ich dazu sagen, also ohne Schwanzwasser und die 0-Grad-Grenze war vorhergesagt auf riesigen Höhen, also 3500 Meter oder so. Hier sieht man die ASG 29 und hier sieht man schon den ersten Fehler des Fluges, nämlich der Start erfolgt viel zu spät. Weil wenn der Himmel so ausschaut, dann sollte man eigentlich schon in der Luft sein. Ja. Ich kann das auch auf Vollbild schalten. Oh, das kann ich nicht umschalten. Doch. Das war noch an dem gleichen Flug vom 2. Oktober. Zum Schluss in der Welle über dem Walensee, glaube ich, ist das. Also man hätte dann sicher noch schön weiterfliegen können. Aber ich, also es war so ein relativ ungeplanter Flug und vor allem in der ersten Hälfte hat es mich massiv durchgeschüttelt. Also war eigentlich dann mehr oder weniger fertig zur Landung. Ja, habe ich noch Zeit für den anderen? Natürlich. Noch eine Frage. Hattest du im Flug eine Vorhersage wie Skysight offen? Nein.
Das, also das wäre höchstens gegangen, wenn, das, wenn man das KaiSight auf dem LX einblendet, mit diesem LX Connect. Ich weiß aber gar nicht sicher, ob das LX 8000, wir haben das kleine 8080 oder was das ist, in der ASG 29, ob das das überhaupt unterstützt. Und ich habe mir das KaiSight angeschaut vor dem Flug. Bin aber eigentlich in diesem ganzen Flug bin ich nie in irgendeiner Welle richtig eingestiegen, außer jetzt hier zum Schluss, ja. Weil eben im, im Westen war der Wind so stark, dass die Wellen erst ab, glaube ich, eben über meinen erlaubten 4000 Meter angefangen hätten. Und im Osten war die Hangwindstrecke so schön gezeichnet, dass ich einfach auf der, gar nicht versucht habe, in irgendeine Welle reinzukommen. Ja. Danke. Jetzt habe ich noch einen zweiten Flug. Und den mal zumachen. Das ist jetzt der zweite, das war mit dem Arcus T und zwar am 4. Dezember von Schennis bis Wagrain südlich von Salzburg. Ist das der? Ja, genau, so ist es der. Hier ist Wagrain, Schennis in der Hangwindstrecke Richtung Osten und dann bei Wagrain in die Welle eingestiegen und in der Welle eigentlich wieder Richtung Westen zurück, grob gesagt. Ja. Hier sieht man es auch am Barogramm. Arcus T am 4. Dezember. Den habe ich jetzt hier offen. Der Co-Pilot ist der Harry Cooper. Ich weiß nicht, ob der Harry da ist. Ich glaube nicht. Okay. Und also da ist wirklich alles fast perfekt gelaufen. Genau das Wetter wollte ich noch zeigen. Also zum Vergleich von dem anderen Tag war der Wind etwas schwächer. Aber trotzdem, also im, im Bereich eigentlich von den Schweizer Alpen hier bis Innsbruck sehr schön von Süden und auch bis Zell am See. Und man hätte auch, wenn wir früh genug gestartet wären, hätten wir wahrscheinlich bis zum Dachstein auch noch weiterfliegen können. Ich sollte noch dazu sagen, der Yves Gerster ist am, am selben Tag von Thun geflogen, ist auch bis Wagrain geflogen und war ungefähr beim Rückflug ungefähr eine halbe Stunde vor uns, ziemlich auf einer gleichen Strecke, auf einer ähnlichen Strecke zumindest, und ist dann eine halbe Stunde vor uns bei Schennis vorbei und ist in dieser Zeit kurz vor Sonnenuntergang noch bis Thun geflogen und ist kurz vor EZ in Thun gelandet. Ja. Also Yves Gerster macht das richtig. Und es gibt ein schönes Video von Yves auf YouTube von diesem Flug vom 4. Dezember. Ja, zu unserem Flug hier. Schlepp ganz klassisch hier an den Matschstock ran. Das ist typischerweise kommt der Wind hier über den Walensee von Südosten, oder? Das ist die Verlängerung eigentlich vom, vom Rheintal. Der kommt hier ein bisschen so rein und trifft hier auf, die, auf diesen Grat. Und hier kann man, wenn es geht, schon, schon relativ tief, also wenn, wenn man merkt, sobald dass der, der Windversatz im Schlepp schon deutlich ist, kann man dann hier ausklinken und hier anhängen. Und es ging dann so, dass ich wirklich nur zwei, drei Achten machen musste hier und losfliegen. Und das war dann, dann die letzten Achten vor St. Johann in Tirol. Also hier geht es weiter und an solche Höhe anschaut, hier am Gonzen haben wir schon deutlich über 2500, wo man oft hier am Kämpfen ist, dass man überhaupt auf 2000 kommt, oder? Also es war wirklich ein absoluter Hammertag. Hier die Talquerung, das ist oft empfehlenswert, hier über, über Sargans, über den, den Bahnhof oder das Autobahnkreuz hier zu fliegen, ein bisschen weiter südlich, also nicht einfach direkt Richtung die, die Grete rüber, sondern ein bisschen nach Süden auszuholen. Ja. Immer ein bisschen die Wolken beobachten und gefühlsmäßig halt, wie die Wellen stehen könnten. Das ist jeden Tag wieder anders, aber generell eher ein bisschen nach Süden ausholen. Also hier, man sieht bei der Talquerung fast keine Höhe verloren. Und dann da beim Falknis, also hinter dem Vilan gibt es einen Einschnitt, wo man dann an die Hauptgräte zwischen Montafon und Prättigau rankommt. Und wenn es irgendwie geht, da hier sofort drüber, oder?
Weil sonst kommt man in die Verlegenheit, dass man hier um den ganzen Vilan rumfliegen muss und hier ist, schleift der Wind eigentlich quer am Hang, oder? Und meistens geht es dann erst, wenn es überhaupt geht, an dieser Krete wieder vorn. Und man verliert unter Umständen sehr viel Zeit, um hier sich wieder hochzumachen und muss oft, das passiert standardmäßig immer wieder eigentlich, dass man hier absauft und dann eigentlich an den Grunzen zurück muss und am Grunzen die wieder anhängen und einen weiteren Versuch starten. Und das kostet sehr viel Zeit. Ja. Wenn man hier drüber kommt, hat man meistens, also eigentlich fast immer, ich habe es noch nie erlebt, dass man hier drüber kommt und es ging nicht. Also wenn es nicht geht, muss man halt da raus und da im Tal wieder rausfliegen. Ja. Aber hat man genug hohe Höhe, das ist kein Problem mehr. Aber eben, wenn der Föhn hier drauf blast, dann und man hier hoch genug kommt, dann geht es eigentlich immer hinten am Grat deutlich besser. Und das sieht man dann auch am Barogramm, dass es hier einfach dann im Geradeausflug deutlich hoch geht. Oder? Und dann, ja, meine Taktik ist, möglichst immer über den Graten zu bleiben, oder? Hier weiter und dann können wir da ins Paznaun rein. Mit dieser Linie bin ich nicht 100% sicher, ob die ganz richtig ist. Man könnte unter Umständen auch versuchen, hier an diesen Grat ran und dann erst hier rüber zu springen. Oder sogar hier an die Matrisa und hier rüber oder sowas, ja, ins Paznaun. Das könnte, das ist hier direkt, aber man kommt hier manchmal ein bisschen in das Saufen rein, ja, also weil diese Talquerung ist. Aber es hat funktioniert an diesem Tag und ging weiter, bin da hoch genug über der Bieler Höhe, sodass ich in Paznaun schon wieder auf den Hauptgrat hier zwischen Paznaun und Arlbergtal anhängen konnte. Und dann, wie gesagt, ohne Kreis weiter bis bei Innsbruck vorbei. Hier ist ein kleiner Schlenker drin an Mirmingen und das ist ziemlich sicher wegen einer Wolke, die da im Weg standen ist. Also man musste nicht hier wegen dem Gelände ausweichen, sondern weil hier eine Bewölkung stand. Weiter bei Innsbruck vorbei, an der Hauptkrete von der Nordkette. Vollkommen problemlos. Und hier über 3400 Meter, das ist ziemlich ungewöhnlich. Also hier sind wir einfach eigentlich in der Welle reingestolpert. Ja. Ich habe gar nicht versucht, in der Welle weiterzufliegen, weil sonst hätte ich wieder Freigabe gebraucht, oder? Und sie, oder sagen wir so, sie lag eigentlich am Weg. Ja. Hier ging es weiter, die ganz normale Standardroute Richtung Wilder Kaiser. Hier am Grat geblieben einfach, ja, über den Grat drüber. Und Ankunft am Wilden Kaiser war mit sehr, sehr außergewöhnlichen über 3000 Metern. Also das ist wirklich, also wenn es so geht, das ist wirklich ein absoluter Hammertag. Es kann passieren, dass man Wilden Kaiser hier mit 1700 ankommt und dann muss man hier wieder am Hang polieren und hier sich hochmachen. Mit Flugplatz Kufstein langkampfen als Plan B. Ja. Dann am Wilden Kaiser, der ist schön von Süden her angeströmt. In dem Fall waren wir, der Wilde Kaiser ist ungefähr 2500 hoch, oder wir sind mit 3000 drüber. Der nächste Flugplatz ist hier St. Johann im Tirol, der ist hier, glaube ich, drinnen. Ja. Falls es da nicht gehen sollte. Und da, das habe ich an diesem Flug gelernt, das war ein Fehler, hier direkt zu versuchen, über diesen Pass bei Fieberbrunn, das sind hier die Leoganger Steinberge. Hier habe ich versucht, mit der Höhe von 3000 Metern, habe ich gemeint, das geht sich locker aus, hier an die Leoganger ran und im Wind wieder anhängen. Hat leider nicht funktioniert, weil, muss man sich wieder ein bisschen die Geografie anschauen, weil hier von Zell am See bläst der Föhn drüber und kommt hier von Süden, gibt es diesen Grat, wo man dann hier ins Lee fällt, oder? Das Lee ist schon hier deutlich spürbar und wenn man einfach direkt weiterfliegt, dann fällt man da voll rein und das dann ging es einfach über diesen Grat nicht mehr richtig drüber. Also man hätte wiederum mit Messer zwischen den Zähnen drüber kommen können, etwas weiter südlich, aber dann mit der Gefahr eventuell hier in Saalfelden. Man kann landen hier, aber es ist kein Flugplatz, also es gibt nur Wiesen hier. Und nach Zell am See, Flugplatz Zell am See, kommt man in dem Fall nicht mehr, weil da voll der Föhn durchblast, oder? Also habe ich hier, ich glaube, so ungefähr 2200 Meter, habe ich gesagt, okay, abbrechen und Richtung
St. Johann zurück und sich eine nächste Grete zurückfallen lassen. Der heißt Mitterhorn, glaube ich, heißt der Berg. Es war ziemlich klar ersichtlich von der Windsituation her, dass der eigentlich im Wind stehen muss. Ja. Und war dann auch so, oder? Bin ich da kurz zurückgeflogen, habe kurz hier versucht, ging es nicht, aber am Hauptgrat hier hinten dann stand der Wind drauf und zum Glück standen wieder 3 bis 5 Meter und wir waren innerhalb kürzester Zeit wieder oben und hatten dann genug Höhe dort, um weiter zu fliegen, an die Leogangen. Und dann hat man, ab den Leogangen hat man eigentlich wieder einen schönen Grat, der vom Wind angeströmt wird bis zum Hochkönig. Der ist dann schon hier südlich von Salzburg, also hier zur Orientierung, hier ist Salzburg. Hier ist der Königssee und hier ist eigentlich die Grete, hier sind die Loferer Steinberge, Steinernes Meer, Saalfelden, Steinernes Meer und Hochkönig. Und dann, eine Frage, Gerhard, ob die Live-Windanzeige vom Elix gut ist? Ja, ich muss sagen, die ist eigentlich ziemlich, ziemlich hilfreich, ja. Wobei beim Föhn ist es dann meistens so, dass man schon aufgrund des Windversatzes eigentlich sehr schön sieht, wie der Wind steht. Ja. Sagen wir mal so, wenn der Windversatz nicht deutlich sichtbar ist, dann muss man aufpassen, dass der Wind nicht zu wenig ist. Ja. Also so in dieser Situation am Grat oben hat man typischerweise so 15 bis 25 Grad Vorhaltewinkel gegen den Wind. Ja. Aber ja, die Anzeige ist doch recht hilfreich. Ja. Gut, und da haben wir dann beschlossen umzukehren. Es war ich war sehr versucht, weiter zu fliegen, was ich noch nie gemacht habe, Richtung hier, über das Tenningebirge Richtung Dachstein. Aber 4. Dezember und ja, wir mussten noch gegen den Wind nach Schengen zurückfliegen. Ja. Also haben wir da jetzt beschlossen, hier zu kehren. Ich bin noch nicht so sicher mit der Strecke, mit der Hangflugstrecke Richtung Westen zurück. An dem Tag wäre es wahrscheinlich einfach gegangen, aber ich habe nur immer ein bisschen Angst vor dieser Querung hier gegen den Wind Richtung Rohfahren, Achensee wieder und dann hier an diesen Hängen unter Umständen tief ankommen. Deswegen habe ich da beschlossen, gehen wir hier in die Welle rein. Es war relativ schön gezeichnet und es hat funktioniert, dass ich da hier mehr oder weniger auf Anhieb die Welle gefunden habe. Hier hier ist Wagrain, Salzburger Skigebiet, und habe also da ein paar Kreise gemacht. Ein paar Kreise sind hier, irgendwie im Rotor, und dann war es ruhig und gerade Ausflug und Steigen von 3000 auf 4000 Meter. Was hier interessant ist, ist die Ground Speed, 14 Knoten, oder? Das haben wir dann im Flug auch bemerkt und uns mal kurz mal geschluckt. Wie sollen wir jetzt mit 14 Knoten Ground Speed innerhalb von 2 Stunden nach Schengen kommen? Aber es ging. Also wir konnten Freigaben bekommt man hier schon. Aber hauptsächlich bis Flight Level 160, und wenn es über Flight Level 160 gehen soll, dann müsste Innsbruck Radar mit München Radar koordinieren. Das wird ein bisschen komplizierter. Also es ist relativ einfach, bis Flight Level 160 mit Innsbruck zu diskutieren, aber über 160 dauert es unter Umständen ein bisschen. Also wir haben uns dann auf Flight Level 160 beschränkt insgesamt. Hauptsächlich eine Frage, Gerhard, wie denn die Sicht nach Süden war, ob da schon alles bewölkt war oder ob es mehrere Stockwerke gab. Wie sah das aus? Also es gab keine deutlichen Lentis und es gab sehr, sehr starke Staubbewölkung, die dann auch hier ein bisschen problematisch war. Also hier sind wir nach Norden ausgewichen, hauptsächlich wegen der Bodensicht. Ja. Weil hier war es zu. Also hier irgendwie über Gerlos weiterfliegen war nicht. Oder nur mit Messer zwischen den Zähnen. Und hier hatte man teilweise Löcher, aber man musste die Löcher beobachten, oder? Dass man hier wieder Richtung Inntal ausfliegen kann. Und weiter Richtung Westen
Und dann kam die Bewölkung immer mehr über den Alpenhauptkamm drüber und wir sehen dann einen Schlenker später. Also bin hier, habe es tatsächlich geschafft, in der Welle zu bleiben. Eigentlich bis hier, ja, also bis bei Innsbruck vorbei. Da hat man tatsächlich deutlich gesehen, wie die Welle so einen Schlenker macht über Talmitte, über den Bogen. Und dann habe ich schon bei einigen Flügen jetzt diese Strecke südlich vom Inntal hier übers Sell rein oder Kühtai ins Ötztal probiert. Das geht gut. Man kann das auch im Hangwind fliegen. Man kann da hier im Hang anhängen und dann hier so weiter fliegen. Und hier ist ein Übergang, das ist Kühtai hier. Und hier geht es rüber ins Ötztal. Und da muss man aufpassen. Also da kann es hier ziemlich stark saufen. Aber wenn man über diesen Grat einmal drüber ist, dann geht es wieder ziemlich stark hoch. Ja. Da habe ich dann, sind wir über den Gipfel drüber gekommen und hier habe ich wieder ein paar hundert Meter gemacht. Also da ist wirklich mit 5 bis 7 Meter gestiegen und dann kurz ein bisschen hin und her und wieder weitergeflogen. Ja. So, da. Also eben da, das alles relativ hoch. Da ein bisschen nach Norden ausgewichen wegen der Bewölkung. Bei Innsbruck ging es dann wieder. Aber immer die durchschnittliche Groundspeed war eben nicht so hoch. Oder wenn man sich die Groundspeed hier so anschaut, sind es so irgendwie zwischen 50 und 100 Knoten. Also wahrscheinlich ist es besser, die Hangwindstrecke zurückzufliegen. Ich habe das dann mit Martin Bühlmann mal diskutiert und eigentlich wäre es besser, nach Osten mit dem Wind oder in der Welle zu fliegen und Richtung Westen den Hangwind. Dann ist man sicher schneller. Also da wieder drüber. Und jetzt. War es dann so, da wäre vielleicht die ideale Strecke hier wieder über entweder übers Unterengadin oder wieder übers Bad Znaun gewesen. Da war aber dann wirklich schon ganz schlechte Sicht und Schneefall und Staubbewölkung, die drüber gekommen ist. Also wir mussten wirklich da wieder über den Arlberg zurück. Es hat teilweise so ausgesehen, als könnte es nicht mehr reichen, aber es ging. Also man hat dann über dem Arlberg hat man dann schon Richtung Rheintal ausgesehen. Also man kann, wenn ich durchsehe, dann kann ich auch drüber fliegen, oder? Jetzt sind wir also über den Arlberg drüber. Und ja, das ist Parseia, da ist der Arlberg. Und dann wollte ich eigentlich wieder diesen Übergang hier ins Prättigau schaffen, weil ich war da relativ hoch, oder fast 4000 Meter. Und bin also ins Montafon wieder reingeflogen. Und dann sieht man hier dieses Eck, wo wir dann gemacht haben. Und dieses Eck ist wegen Sicht. Also hier war es wirklich absolut unmöglich, weiter zu fliegen. Und wir mussten hier tatsächlich nach Norden ausweichen. Und mit der Möglichkeit, allenfalls im Hohenems zu landen. Oder? Also hier kam die Staubbewölkung drüber. Und es war nicht möglich, hier über den Triesenberg Richtung Gonzen weiter zu fliegen, was eigentlich die Strecke ist, die man fliegen sollte, hat mir der Roland Hürlimann erklärt, ein paar Wochen vor dem Flug, oder? Weil wir da mal in Hohenems gelandet sind. Ja, und da wurde mir dann auch gesagt, dass man, wenn man da nicht zum Triesenberg kommt, oder? Dann kann man. Also eigentlich hätte ich hier direkt weiterfliegen können, oder? Das hätte man sparen können, aber ich habe eben nicht. Ich wollte versuchen, ob es vielleicht mit der Sicht geht, aber es ging nicht. Das heißt, also hier eigentlich dieser Schlenker war im Nachhinein unnötig, wäre schneller gewesen, aber viel Zeit habe ich nicht verloren. Ja. Und dann da, die Alternative ist eben hier diese Strecke rauszufliegen, über diese Grate, die dann halt leider immer niedriger werden, aber sie tragen doch noch, also man verliert dann kaum Höhe. Und was ich dann einmal an einem Flug ungefähr 3-4 Wochen vor diesem Flug versucht habe, ist dann hier raus, und hier versucht, im Rheintal gegen den Wind Richtung Gonzen vorzufliegen. Ja. Und das ging schief. Und wir mussten in Hohenems landen und wurden um 21 Uhr abends bei Regen vom Armin und vom Andi Spielmann abgeholt. Vielen Dank, falls ihr da seid. Und dann hat mir der Armin gesagt, diese Grete hier, das ist der Sentis, hohe Kasten, Sentis. Es ist wieder absolut logisch, oder wenn man sich das Rheintal hier anschaut, der Wind kommt so raus, hier trifft er auf den Gonzen und hier trifft er auf diese Grete. Und wenn man also hier
so mit 2000, 2500 ankommt, kann man ohne weiteres dieses Tal queren. Also wir haben da tatsächlich auch kaum Höhe verloren und sind fast auf Gradhöhe hier angekommen. Und tatsächlich, also der Hang funktionierte mit 2 bis 3 Meter. Also da weiter konnten wir tatsächlich da fast auf Gipfelhöhe Sentis, was man ja eigentlich nicht einmal braucht für Schenis, aber es hilft. Und hier über Stockenburg, hier ist das Wildhaus hier und hier beim, also südlich vom Rickenpass wieder in die Lindebene und dann sind wir gelandet. Und eben der Yves Gerster ist am gleichen Tag ungefähr eine halbe Stunde vorher hier durchgekommen und über die gleiche Linie konnte hier durchfliegen bei Amten, Wesen, ist da an den Mattstock wieder ran und ist dann über die Strecke Rautispitz, Pragelpass und hier über den Urmiberg und so weiter, Sarnen, wieder bis nach Thun gekommen. Oder? Halbe Stunde vorher und ist kurz nach Sonnenuntergang oder vor Ende der bürgerlichen Abenddämmerung in Thun gelandet. Meine Idee war eigentlich auch hier durchzustoßen und allenfalls sogar ein bisschen weiter zu fliegen, aber da war auch wieder so, dass ich habe hier vom Toppenburg nicht durchgesehen, durch den Übergang hier zum Walensee. Und habe dann entschieden, eigentlich ist ja lieber auf Nummer sicher und über diesen Übergang drüber, weil da waren wir noch hoch genug, oder wenn man es dann versucht und man muss dann abbrechen, weil es zu ist, dann ist man unter Umständen dann zu tief, dass man es nur über den Rickenpass schafft. Man müsste dann unter Umständen da wieder anhängen oder wenn es ganz blöd kommt, Richtung Ebnat-Kappel oder Wattwil landen. Ne? Ja, das war eigentlich dieser Flug. Ja, super, Gerhard. Im Augenblick haben wir keine weiteren Fragen. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Wie lang war eigentlich der erste Flug? Ich glaube 840. Na, das ist ja cool. 40 Kilometer, ja. Also herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich zu diesen tollen Flügen. Wenn jetzt nicht weitere Fragen kommen, das sieht nicht so aus, möchte ich mich bedanken bei dir und auch bei Mike für die beiden tollen Referate. Und es geht weiter erst am 24. Februar mit 2 Themen, weil wir haben dazwischen jetzt Skiferien. Das eine Thema ist die Nutzung des Transponders, die ja immer wichtiger wird für uns. Wahrscheinlich bekommen wir eine TMZ östlich von Zürich. Und das andere Thema ist auch wieder ein Flugbericht von Martin Bühlmann diesmal. Am 24. Februar, 8 Uhr im gleichen Theater. Vielen Dank euch allen und macht's gut. Bis dann. Tschüss.